Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dietrich Holzkamp. Ich arbeite für den Turnclub zu Hannover, hier hinter dem EGI, im Bereich Gesundheitssport, Seniorensport und Funktionstraining. Ich habe euch heute ein Übungsprogramm mitgebracht aus dem Qigong und ich werde euch diese Übung in zwei unterschiedlichen Variationen erklären. Einmal im Stehen, wenn ihr stehen könnt, oder ich habe hier auch noch einen Assistenten rechts neben mir, der Stuhl. Ihr könnt auch alle Übungen im Sitzen ausführen. Beim Qigong geht es darum, dass wir die Energie in unserem Körper zum Laufen bringen. Und es kann sein, dass ihr vielleicht sogar bei den Übungen die Erfahrung macht, dass in euren Fingern ein wenig beginnt zu kribbeln. Das ist dann ein gutes Zeichen dafür, dass eure Energie beginnt in eurem Körper zu fließen. Die erste Übung heißt Wecke das Qi. Ich beginne erstmal mit der ersten Übung im Sitzen und dann wechsle ich anschließend in die stehende Position. Setzt euch bequem auf euren Hocker, stellt die Füße so etwa Hüft- bis Schulterbreit auf und setzt euch ruhig möglichst weit nach vorne an die Kante, aber so, dass ihr nicht runterrutscht. Rutscht euch mal so ein bisschen ein, wackelt mal mit dem Po auf der rechten, auf der linken Po-Hälfte, dass ihr das Gefühl habt, okay, ich schwinge mich jetzt mal aus und dann finde ich meine Mitte und sitze ganz sicher. Auf dem Kopf oben haben wir die Lotusblüte, die zieht unsere Wirbelsäule ganz entspannt in die Länge. Die Unterarme, die Hände lassen wir einfach locker zwischen die Beine fallen und alle Übungen, die wir gleich ausführen, üben wir so aus, wenn die Arme sich heben, atmen wir ein, wenn die Arme sinken, atmen wir aus. Lasst mal eure Schultern locker runterfallen und mit der Einatmung heben wir vorne die Arme leicht hoch, klappen die Handinnenflächen um und sinken wieder und atmen aus. Wir steigen wieder hoch und atmen ein, sinken und atmen aus. Wir steigen und sinken. Wenn die Arme hochgehen, könnt ihr auch mal versuchen, eure Wirbelsäule mitzustrecken, groß zu werden. Wir steigen und sinken. Jetzt kann die Wirbelsäule wieder etwas sinken. Wir steigen und sinken. Stellt euch vor, wenn wir von oben wieder runterkommen, können wir hier mit den Fingerkuppen, mit den Daumenkuppen, die Luft, die uns umgibt, abstreichen und spüren die Energie in der Luft. Und diese Energie nehmen wir in unseren Fingerspitzen auf. Wir beginnen nochmal von unten, lassen die Schultern nochmal locker fallen und wir steigen und sinken. Wir atmen ein und aus. Steigen und sinken. Wir machen das noch zweimal. Steigen und sinken. Steigen und sinken. Okay, ihr Lieben, das war die Übung im Sitzen. Diejenigen, die sitzen bleiben wollen, machen die Übung einfach weiter im Sitzen. Diejenigen, die stehen wollen, die stellen sich mit hin, stellt den Hocker an die Seite, damit ihr euch nicht stoßt, damit ihr auch möglichst viel Platz habt an der Seite. Wir stellen die Füße etwa hüftbreit auf, sinken ganz bisschen in die Beine. Schaut mal auf meine Knie, ich sinke jetzt wieder so ein ganz klein wenig in die Beine. Das ist unsere Ausgangsposition. Und dann machen wir das Gleiche wie eben im Sitzen auch. Wir steigen und sinken. Atmen ein und atmen aus. Wir steigen. Und jetzt nehmen wir die Energie der Luft in unseren Fingerkuppen wieder auf und steigen. Steigen.
und wir machen eine Pause. Ein Hinweis noch für euch, schaut mal, wie beweglich ihr in den Schultern seid. Wenn ihr beispielsweise hier in dieser Position schon merkt, es wird jetzt zäh in der Schulter, geht beim nächsten Mal nicht ganz so weit. Alle Gelenke sollen sich locker und entspannt anfühlen. Es geht nicht darum, dass wir hier mit den Armen nach da oben kommen und uns richtig blockieren, sondern es geht darum, dass wir locker bleiben. Stellt euch vor, hier am Handrücken ist so ein Faden wie beim Marionettenspieler und dieser Marionettenspieler zieht die Hand hoch. Ihr seht auch, mein Ellenbogen bleibt ganz locker. Der hängt einfach runter. Das hat den Vorteil, dann spannen wir uns hier oben im Nacken nicht so an. Wir wiederholen das noch. Wir sinken wieder in die Beine oder ihr sitzt auf eurem eigenen Assistenten und wir steigen und sinken. Wir steigen und atmen aus und sinken. Steigen. Steigen. Und auch im Sinken behalten wir unsere Lotusblüte auf dem Kopf. Dann bleibt die Wirbelsäule angenehm lang. Wir machen noch zwei. Und steigen. Dann lockern wir zwischendurch mal die Beine. Und dann stelle ich euch die nächste Übung vor. Dazu erst wieder auf dem Stuhl. Setzt euch wieder so hin, dass ihr sicher auf dem Stuhl sitzen könnt. Die Füße stehen etwa ungefähr, wenn er schafft, schulterbreit auseinander. Wenn es ein bisschen enger ist, ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass ihr hier zwischen den Beinen etwas Platz habt für eure Arme. Die Lotusblüte ist wieder auf dem Kopf und wir erweitern die Übung von eben um das Brustöffnen. Wir steigen und jetzt nehmen wir die Arme zur Seite und öffnen unsere Brust. Führen die Arme wieder zusammen. Und sinken wieder. Wir steigen und atmen ein, öffnen die Brust und atmen aus. Wir schließen die Arme wieder, atmen ein und sinken und atmen aus. Wir steigen, öffnen und sinken. Atmen ein und steigen, öffnen den Brustkorb, konzentrieren die Energie zwischen unseren Händen und lenken sie in unsere Körpermitte. Wir steigen wieder. Ich halte die Übung gleich mal an. Wenn ihr die Arme öffnet, schaut doch hier, wie fühlen sich eure Schultergelenke an. Lasst euch noch immer ein bisschen Platz in den Schultern. Geht also nicht so weit zurück, wie ihr könnt, so wie ich das jetzt mache. Na, dann seht ihr auch, dann entgleisen meine Gesichtszüge, sondern öffnet euch locker. Und schaut auch hier wieder auf meine Ellenbogengelenke. Die Ellenbogengelenke lasse ich wieder fallen. Dann kann ich hier oben auch den Schulter-Nackenbereich relativ entspannt halten. Ich beginne nochmal unten. Und wir steigen, öffnen den Brustkorb. Steigen, wir atmen aus, wieder ein und wieder aus. Noch einmal, wir steigen. Und sinken. Okay, diejenigen von euch, die sitzen bleiben möchten, bleiben wieder auf dem Stuhl sitzen. Ich stelle meinen Assistenten zur Seite und dann zeige ich euch die Übung noch einmal im Stehen.
Wir beginnen wieder in der ungefähr hüftbreiten Standposition, tragen die Lotusblüte weiter auf dem Kopf und sinken wieder ein wenig in die Beine. Schaut mal, dass ihr die ganze Fußsohle spüren könnt, die auf dem Boden liegt. Die Schultern lassen wir locker fallen. Dann nehmen wir die Hände entspannt vor unsere Oberschenkel und mit der Einatmung beginnen wir gleich wieder zu steigen. Wir steigen, öffnen den Brustkorb, konzentrieren die Energie zwischen den Händen und sinken. Und jetzt gleiten die Hände an den Oberschenkeln ein wenig vorbei. Ihr seht, meine Handgelenke sind so ein bisschen angehoben, meine Hände. Und irgendwann spürt ihr Spannung hier im Handgelenk. Da klappen wir die Hände wieder um und steigen dann wieder hoch. Ich beginne nochmal von unten. Wir steigen und atmen ein. Öffnen den Brustkorb. Atmen ein. Und aus. Wir steigen. Wenn ihr jetzt genau hingeschaut habt, habt ihr auch gesehen bei dieser Übung, wenn ich einatme, steige ich immer und wenn ich ausatme, sinke ich. Das heißt, auch hier in dieser Position, wenn ich die Arme auseinandernehme, sinke ich. Wenn ich die Arme wieder schließe, steige ich. Versucht's mal selbst. Wir beginnen nochmal unten und wir steigen, atmen ein, öffnen und sinken ein wenig in die Beine. Steigen wieder und sinken. Steigen. Und wir lenken die Energie wieder in unsere Körpermitte. Und irgendwann merkt ihr selbst, ihr wollt eure Hände ein wenig öffnen und dann gehen die Hände zur Seite an den Oberschenkeln vorbei. Wir steigen wieder hoch, öffnen, konzentrieren die Energie zwischen unseren Händen und lenken die Energie in unsere Körpermitte, so kurz unter dem Bauchnabel. Und dann gleiten wir wieder mit den Armen an den Oberschenkeln vorbei. Wir steigen, öffnen, steigen und sinken. Noch einmal. Wir steigen wieder. Wir lassen die Arme einen Moment zur Ruhe kommen. Spürt mal nach, wie sich das anfühlt in den Fingerkuppen. Vielleicht spürt ja der eine oder andere von euch, dass es hier in den Fingerkuppen inzwischen begonnen hat, ein bisschen zu kribbeln. Das ist ein gutes Zeichen, dass die Energie fließt. Wenn es nicht kribbelt, klappt es wahrscheinlich beim nächsten oder übernächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, ihr Lieben. Wünsche euch, dass ihr im Fluss bleibt, in der Energie bleibt. Und vor allen Dingen wünsche ich euch allerbeste Gesundheit. Bis bald. Tschüss.